Prinzip würde ich vielleicht auch daher holen, weil wir uns auch einfach an viele Bands orientieren, die so aus den 60er, 70er kommen, aber progressiv Rock gerade kommen. Wir waren alle heftige Jimi Hendrix-Fans und haben immer noch. Und unser erstes Zusammenspiel fand in dieser Band statt, Stone Forget the Cookies. Waren ziemlich abgefahrene Hippies. Ja, total krass. Mit Outfit. Mit Outfit und Kleidung. Ja. Schüler-Austausch-Programm in Seattle, waren 3 Wochen in Amerika unterwegs. Und auf einmal sehe ich so eine Truppe langhaariger Hippies mit einem Skateboard und einer Gitarre auf dem Rücken. Und dann gefragt, ob ich von denen ein Foto machen kann. Und auf einmal quatscht jemand, der vielleicht 2 Meter groß war: Ey, was wollen die denn jetzt von uns? Und habe ich erkannt, dass das Samsara Blues Experiment ist. Also. Listen, all you children, listen to the thing they say. Und sind dann gen Ostsee gefahren. Wir haben halt zwischendurch noch Stopp in Polen, beim Woodstock. Genau. Woodstock haben wir irgendwie Stopp gemacht. Wir sind noch über Templin, haben da die Leute von Dunst eingesackt und sind an die Ostsee und haben am Strand gespielt, zum Meer hinaus. Aber live mit Strom und selbstverständlich und alles drum. So ein Album schreiben. Also, dass man sich mal Gedanken macht, worum es eigentlich im Leben geht und was will man erreichen und was schreiben einem andere vor, was man erreichen sollte und was hält man davon sinnvoll und was nicht. Also an dem Punkt sind wir gerade, fühlen uns vielleicht auch ein bisschen eingeengt von der Gesellschaft und machen uns so unsere Gedanken. Dankeschön.